Wenn du auf der Suche nach einem guten Indikator für den Optionshandel, für das Trading bist, dann bleib jetzt hier. Wir stellen nochmal in Kürze den O4W Best Indikator vor. Und was vielleicht noch wichtiger ist, er hat zwei neue Features und die sind echt der Hammer. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Für den Optionshandel und für das Trading, da nutze ich gerne den O4W Best Indikator. Der O4W Best Indikator wurde für die Trading View programmiert und er basiert auf diverse Subindikatoren und hilft mir, gute Ein- und Ausstiege zu finden, beziehungsweise auch den ein oder anderen Zeitpunkt zu erwischen, wo es vielleicht sinnig ist, sich abzusichern. Wir haben den O4W Best Indikator schon mal vorgestellt. Er wurde auch zahlreich angefragt, erworben und auch im Club ist er ein treuer Begleiter. Ab sofort stehen aber diverse neue Features zur Verfügung und zwei von diesen Features finde ich wirklich der Hammer. Das ist die Statuszeile und der Screener und beides möchte ich dir gleich vorstellen. Also wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ich möchte dir nun den O4W Best Indikator mit seinen neuen Features vorstellen. Wir starten in der Trading View, weil der O4W Best Indikator ist ja für die Trading View programmiert. Wenn du hier angekommen bist, klickst du zunächst auf Produkte, gehst dann auf Supercharts. Das erste, was wir machen, wir legen ein neues Layout an. Dann klicke ich hier oben, ja, klicke dann auf neues Layout und dann haben wir auch eins. Ich würde direkt zu Beginn das auch unter einem anderen Namen speichern. Ich nenne das jetzt einfach mal O4W Best Indicator 2.0 und speichere jetzt hier. Wir nehmen der Übersicht wegen zunächst einmal die Volume Line hier weg. Wichtig auch, wenn du am Anfang hier die Kerzen hast, dann wechselst du von Kerzen auf Fläche. Jetzt holen wir uns den Indikator hier rein. Wenn du schon Kunde bist, dann hast du die Features natürlich auch inklusive. Du musst nichts extra zahlen. Das heißt, wenn du jetzt den Indikator käuflich erworben hast oder Clubmitglied bist, dann dürfte der Indikator bei dir auch auf Einladungsskripte sein. Nimm ihn vorher raus und hol ihn wieder rein. Dann kommst du auch in den Genuss der neuen Features, die ich gleich vorstellen werde. Wir klicken jetzt hier auf O4W Best Indikator. Er lädt sich jetzt hier rein und da sehen wir das Ergebnis. Und ich möchte kurz ein paar Worte dazu erklären, wo und wie er sich zusammensetzt. Dazu wechseln wir kurz in die Präsentation. Hier sehen wir den Überblick, also der O4W Best Indikator, der basiert auf unterschiedliche Subindikatoren. Für die Eröffnung haben wir den MACD, den RSI, den Stochastik, die Plus-DI, Minus-DI-Linie und optional den exponentiellen gleitenden Durchschnitt für 20 und 50 Tage und für den Close, für die Schließung haben wir den RSL. Die Bestandteile sahen bis dato wie folgt aus. Das heißt, wir haben hier wirklich eine schöne Möglichkeit zu erkennen, wann der Markt bullisch wird. Das heißt, dann haben wir eine grüne Kachel mit einem Long Open. Wenn dieser Kreis schließt, haben wir eine grüne Kachel mit Close. Andersrum genauso, wenn es jetzt beispielsweise eher bärisch wird, kommt ein Short Open, das heißt, du hast eine rote Kachel mit Open und wenn dieser Kreis schließt, hast du eine rote Kachel mit Close. Du hast es eben vielleicht schon gesehen, die Kerzen sind jetzt nicht nur grün und rot, also für Kursanstieg, für Kursabstieg, nein, sie zeigen dir, wann der Markt eher bullisch ist, dann hast du grüne Kerzen. Wenn er bärisch ist, hast du rote Kerzen. Wenn die Subindikatoren jetzt nicht ein eindeutiges Ergebnis liefern, also sind sie weder bullisch noch bärisch, dann hast du weiße Kerzen. Last but not least haben wir auch hier die Möglichkeit, den Angstbarometer anzeigen zu lassen. Und das ist auch ganz einfach. Die Volatilität spielt für uns natürlich eine wesentliche Rolle, nicht nur als Optionshändler, weil das einen Einfluss auf die Prämie hat, sondern natürlich uns auch zeigt, ob der Markt jetzt panisch oder nicht ist.
Es gibt bei den Volatilitäten auch eine VIX-Terminstrukturkurve. Das ist eine Aneinanderreihung von diversen Kontrakten. Und wenn der Frontkontrakt teurer ist als der Folgekontrakt, dann sind wir in einer sogenannten Backwardation. Und das ist doch ein Zeichen dafür, dass es eher panisch ist, weil man jetzt mehr bereit ist, für die Absicherung zu bezahlen, als in ein paar Tagen. Das heißt, das Feuer steht direkt vor der Tür. Wie gesagt, wir haben jetzt aber auch noch neue Features. Wir gehen aber noch mal kurz jetzt in der Trading View auf die alten Features ein. Wir haben als Beispiel jetzt, welche Aktie ist es? Das ist die Apple-Aktie und hier sehen wir es zum Beispiel, haben wir jetzt so eine Kachel mit einem grünen Open. Ja, das heißt, hier ist es so gewesen, dass die Indikatoren gewechselt sind auf Bullish. Ja, das heißt, hier ginge man davon aus, dass der Kurs steigt und alles, was nach dem Long Open kommt, da sehen wir grüne Kerzen. Das heißt, die Subindikatoren waren jetzt Bullish gestimmt. Hier sehen wir dann ein Close, ja, und dieses Close signalisiert, oh, der Kreis, ja, der bullischen Phase hat sich jetzt geschlossen. Hier hat er wieder geöffnet, haben wir wieder ein grünes Open. Andersrum, hier haben wir ein rotes Open, das heißt, hier waren die Subindikatoren eher bärisch, ja, und das sieht man auch, hier sind die Kurse dann runtergegangen und hier hat sich der Kreis des Bären sozusagen wieder geschlossen. Wir traden ja bei uns im Club diese sogenannte Brot- und Butter-Strategie. Und die Brot- und Butter-Strategie ist eine Strategie, mit der wir versuchen, regelmäßig und immer wieder Optionen zu verkaufen. Und das machen wir auch mit Hilfe dieses O4W-Best-Indikators. Ja, das heißt, wir gucken uns zunächst einmal an, wie der Markt gestimmt ist, der SPX. Und dann suchen wir uns halt auch Titel raus, wie jetzt hier beispielsweise Apple. Wenn da jetzt so ein frisches, grünes Long Open ist, dann gehen wir da rein, dann verkaufen wir hier auf Apple Optionen. Wir machen das mit zwei verschiedenen Strategien. Das ist einmal Short Put. Das heißt, das nehmen wir nur, wenn die Aktie unter 100 Dollar ist. Und bei größeren Werten, da gehen wir gesichert mit dem Bullput-Spread rein. Jetzt sehen wir hier auch noch diese Bs. Ja, und das ist das, was ich eben gesagt habe. Das ist dieser Angstbarometer. Ja, das heißt, hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Und wenn du den Indikator jetzt hast und bist hier drin, kannst du natürlich hier auch in den Einstellungen dir das ansehen. Und hier der Angstbarometer, der ist von Beginn an aktiviert, genauso wie die Candle Signals, das sind die Farben. Ja, da siehst du sofort, ob es jetzt eher bullisch oder bärisch ist. Die EMA 2050 Linien, die sind drin, das ist die lila und gelbe Linie, die kannst du reinnehmen. Und die SMA 20, das, 200, die ist jetzt auch neu, das ist die 200 Tage einfache Durchschnittslinie, also die ist auch jetzt neu drin, die haben wir unter weiß. Du kannst natürlich die Farben nach deinem Gusto ändern. Du kannst jetzt auch sagen, ich brauche diese Short Close und Long Close nicht, dann hast du es hier. Wenn du es ein bisschen übersichtlicher haben willst, so stelle ich es für mich ein. Jetzt habe ich aber auch gesagt, es gibt neue Möglichkeiten, die wir hier haben. Da möchte ich zunächst einmal die Statuszeile zeigen und die klicke ich jetzt an. Die ist von Beginn an deaktiviert, um das Bild nicht zu voll zu machen. Jetzt sehen wir, hier haben wir die Statusanzeige und hier können wir schon sehen, aha, das sind die Farben von den Kerzen hier unten in der Linie. Und warum? Der ein oder andere, der möchte natürlich jetzt auch die originären roten und grünen Kerzen sehen und dann kann man das natürlich hier machen, indem man die Candle Signals hier rausnimmt und geht hier wieder auf Kerze, dann hast du die ursprüngliche Farbe, dann siehst du auch, ob es eine Aufwärts- oder eine Abwärtsbewegung war und hier unten kannst du halt erkennen, ist es jetzt bullisch, bärisch oder neutral. Ich gehe jetzt aber nochmal zurück, ja, also ich klicke hier auf Einstellung, gehe auf Candle Signals wieder rein, ich lasse jetzt die Statuszeile und jetzt kommt das wirklich Tolle. Das ist der O4W Screener und den klicke ich jetzt einfach mal an und gehe auf OK.
Jetzt siehst du hier eine neue Tabelle und das ist der O4W Screener und der hilft dir, das, was du gerade sozusagen bei Apple mit dem O4W Best Indikator gesehen hast, für ganz viele Werte auf einmal zu zeigen. Ich habe zum Beispiel auch meine Lieblingswerte oder auch meine Lieblings-ETFs, die ich mir immer wieder angucke. Also ich gucke mir zum Beispiel jeden Tag die Indizes an. Ich gucke mir aber auch große Werte an, wie jetzt Apple, Amazon, Google etc. Und die kann man natürlich jetzt sich hier anzeigen lassen. Wenn wir mal genauer auf die Tabelle gehen, dann sehen wir haben hier als erstes eine Spalte mit den Tickern. Ja, das sind halt sozusagen die Werte. Und dann sieht man auch schon direkt, was sagt denn jetzt der Best Indicator zu diesen einzelnen Werten? Und jetzt die dritte Spalte, D für Days, also Tage. Wie lange ist der Indikator beispielsweise long, short oder neutral? Und was auch wirklich ganz toll ist, wir sehen jetzt hier auch zum Beispiel hier bei Home Depot, bei HD, da ist jetzt ein Long Open. Ich habe es eben schon gesagt, als Optionshändler suche ich mir natürlich immer Strategien für ein regelmäßiges Einkommen. Das ist zum Beispiel die Brot- und Butter-Strategie. Und ich gucke mir immer zuerst den SPX an, weil der SPX oder der S&P 500 Index für mich der Markt ist. Ja, und wenn der Markt beispielsweise long ist, dann ist das für mich auch ein Signal, dass ich sage, das ist gut für Brot- und Butter-Strategie und dann gucke ich mir weitere Werte an. Und hier kannst du dir dann deine Werte selber eintragen und da gehen wir jetzt auch mal in die Tiefe. Hierzu klicken wir wieder auf das Rädchen und dann scrollen wir hier ein bisschen runter. Und hier kannst du dir deine eigenen Werte eintragen. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, die rechte Seite, die brauche ich nicht, die ist mir zu viel, oder die linke Seite, dann kannst du mit dem Häkchen jeweils die Werte jetzt hier auch rausklicken. Ja, wenn du sagst, ich brauche einfach weniger, will jetzt zum Beispiel nur den Index, will ja vielleicht meine Lieblingswerte oder die Werte, die ich im Depot habe. Ja, jetzt gucken wir uns das mal an, wie das jetzt aussieht. Wenn wir die jetzt hier wegklicken, dann hast du nur noch eine Spalte. Und jetzt kannst du natürlich auch sagen, ich nehme mir zum Beispiel jetzt hier Werte rein, die für mich interessant sind. Da kann ich jetzt hier zum Beispiel den SPX nehmen, nehme ich den als Index. Ja, nehmen wir den mal hier rein, den nehmen wir, ja, ist jetzt hier. So, dann hast du den SPX und so kannst du dich hier auch ein bisschen individualisieren. Ja, wenn du jetzt hier zum Beispiel auch sagst, ich möchte nicht Nike, sondern ich nehme jetzt einen anderen Wert, der für mich auch wichtig ist. Ich kann ja zum Beispiel auch mal auf Euro-US-Dollar gehen. Ja, dann nehme ich hier den Euro-US-Dollar dazu. Und so bildest du für dich eine eigene Möglichkeit. Ja, jetzt siehst du es hier. Jetzt haben wir hier den SPX, der ist gerade neutral ein Tag. Dann siehst du hier den Microsoft, hat ein frisches Long Open. Der Euro-US-Dollar, der ist long. Und das eröffnet sich für dich, wenn du jetzt beispielsweise den O4W Best Indikator kaufst, beziehungsweise wenn du ihn jetzt neu reinlädst. Also wie gesagt, du kannst es hier machen. Wir haben jetzt hier ein paar Werte vorgegeben, aber die sind natürlich veränderbar. Du musst lediglich hier drauf gehen und dann klickst du hier beispielsweise auf das, auf diesen Stift und suchst dir die jeweiligen Werte aus. Was natürlich auch noch wichtig zu erwähnen ist, du kannst die Farben ja ändern. Ne? Wenn du jetzt so eine Rot-Grün-Schwäche hast, kannst du natürlich die Farben hier dementsprechend ändern. Das gilt natürlich auch für die Kerzenfarben. Das kannst du alles bestimmen, wie du es möchtest. Wir haben von Beginn an eine Einstellung gewählt, die wahrscheinlich für die Mehrheit gut ist. Aber wie gesagt, alles andere ist einzeln veränderbar. Wichtig ist jetzt nur, dass du jetzt hier einen Indikator hast, wo du siehst, ist der Markt jetzt bullisch oder bärisch, wann ist es vielleicht attraktiv ein- oder auszusteigen, wann macht es vielleicht Sinn, sich abzusichern, wie sind meine Lieblingswerte zurzeit aufgestellt, vielleicht auch all die Titel, die man gerade tradet. Das bietet jetzt der O4W Best Indikator als neues Feature
ist die 200-Tage-Linie jetzt drin als neues Feature, ist jetzt hier unten die Statuszeile drin und last but not least, ich habe es mir echt dreimal überlegt, haben wir jetzt auch noch den O4W-Screener in den Indikator inkludiert. Ein tolles Package, ich kann es nur empfehlen, ich arbeite immer und immer wieder damit. Ja, das war jetzt die Vorstellung des O4W Best Indikators bzw. die Vorstellung der neuen Features und für all jene, die im Club sind bzw. den Indikator bereits erworben haben, ja, da stehen diese Features ab sofort zur Verfügung. Du musst nur kurz den Indikator rausnehmen und wieder reinladen und dann kommst du schon in den vollen Genuss dieser beiden tollen Features. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt sagst, ich habe Interesse an dem Indikator, dann mache ich dir heute sogar ein gutes Angebot. Ich bin normalerweise für Rabattschlachten nicht zu haben, aber die ersten 10 bekommen 10% Rabatt. Und wenn du jetzt noch weitere Fragen zum Optionshandel hast oder du möchtest jetzt dich vielleicht auch mal weiterbilden oder ausbilden lassen, dann kannst du auch gerne ein Erstgespräch mit mir vereinbaren. Den Link dazu findest du auch in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Sonntag und wie ich immer so gerne sage, Happy Trades. Bye-bye.